hochhalten. Kann ich mal ruhig mal was sagen? Wir können auch gerne diskutieren. Bitte. Ihr habt doch bestimmt alle die Eisbucket Challenge mitbekommen. Und was ich, also ich persönlich halt echt, Luca, du hast es gepostet auf Facebook. Der George Bush wurde nominiert und hat wen nominiert in seinem Video? Keine Ahnung, aber ich fände es lustig, wenn er Guantanamo Bay nominiert hätte. Hat er das? Nein. Ist das, also ich weiß es nicht. Ist das Natürlich war das ein Witz, als ob der Guantanamo nominiert. Also ich finde es halt echt nicht lustig. So, George Bush. Also ich fände es nur in der Hinsicht lustig, dass der Obama gesagt hat, Guantanamo Bay kommt auf jeden Fall weg. Und jetzt ist der alte Präsident, der das gestartet hat und nominiert Guantanamo Bay, um das nochmal in die Gedanken zu rufen. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Ne? Und ich glaube, das hat auch wirklich gemacht. Das war ein Ja, aber generell finde ich das nicht witzig in der Gesellschaft, irgendwie, dass es Guantanamo Bay gibt und so eine Eisbucket-Challenge irgendwie für Spenden. Und im Prinzip ist das nur der absolute Gruppenzwang wie in der Grundschule. Ja, und jeder will da mitmachen, um zu zeigen, dass er spendet. Ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Habt ihr dazu eine Meinung? Also wenn jemand, ihr kommt ja hier hin, um euch was anzuhören, aber vielleicht habt ihr auch was zu sagen. Wäre für mich vielleicht interessant. Also meine Meinung dazu ist, was ich auch darunter geschrieben hatte, war, dass es einfach nur, also weil ich noch nicht wusste, dass es das ein guter Zweck war, dass diese Aktion einfach nur auf eine gewisse Form von Schadenfreude, Voyeurismus beruht, weil man einfach sich gerne jemanden anguckt, wie der sich zum Affen macht, wie der sich halt nur einmal Wasser in den Kopf gibt. Und das ist ungefähr dieselbe Geschichte wie damals mit dieser Biernominierungsgeschichte, halt nur ein bisschen anders. Und das sind einfach, da werden einfach ein paar niedere Instinkte, sagen wir mal, gedient, indem man sich einfach mit der anderen lustig macht. Und klar, wenn das ein gutes Zweck ist, das ist eine super Sache, aber an sich ist das auch wieder schade, dass man dafür wieder sowas braucht. Und dass man quasi durch diese Nominierung gezwungen wird, da mitzumachen und da aber nicht aus freien Stücken zu kommen. Einerseits bin ich das genauso wie du. Das heißt, da ist wieder so ein Ablenkungs-Voyeurs, so ein Partygesellschaftskram ist das für mich auch. Natürlich geht es da auch um Spenden, aber sind wir mal ehrlich, wer spendet das schon? Die Leute, die stellen sich ins Internet und sagen, hier schaut mich an, was ich Tolles kann. Es geht aber auch noch um was anderes. Es geht dabei auch noch um Tierversuche. ALS ist eine Krankheit, bei der es darum geht, Tierversuche zu pushen, halt, damit halt diese Krankheit irgendwie erforscht werden kann. Wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, Tierversuche sind nicht auf den Menschen übertragbar. Zumindest nicht in teilweise. Genau, nicht in jeder Form, genau. Meines Erachtens geht es da wiederum nur um die private Pharmamarke ein bisschen aufzublasen, das Volk abzulenken, zu beschäftigen, Spaß zu haben und Rohstoffe zu verschwenden. Das heißt natürlich ganz viel, ja, das Wasser, das fließt da wieder in den Boden und geht ins Grundwasser rein, wo ich mir denke, nein, nicht jedes Wasser, was wir hier irgendwo in den Boden tun, geht sofort ins Grundwasser, wird von den Kläranlagen aufbearbeitet und kommt wieder aus dem Wasser raus. Das ist fossiles Grundwasser. Fossiles Grundwasser, Stichwort. Mach du mal. Ich sag fossiles Grundwasser, ich weiß auch nicht, ob jeder weiß, was das ist bei uns. Wir haben einen Brunnen, der ist sagen wir 50 Meter tief, da ziehen wir unser Wasser raus, das hat eine super Qualität, weil wir hier einfach einen schönen Boden haben und schönes Wasser. Aber in ganz vielen, zum Beispiel auf arabischen Halbinseln in Afrika, gibt es sogenanntes fossiles Grundwasser. Das ist Grundwasser, das schon 10, 20, 30, 50, 100.000 Jahre alt ist, was zwischen zum Beispiel zwei Tonschichten eingelagert ist. Und das ist wie eine Ölquelle, also man sticht da quasi ein Loch rein und das sprudelt raus teilweise. Oder es bildet halt diese Oasen, die man aus der Wüste kennt. Und das ist wie gesagt, fossiles Grundwasser und das ist nicht im normalen Wasserkreislauf enthalten. Zum Beispiel wird dieses fossile Grundwasser jetzt gerade in Kalifornien angezapft, wo wir ja extreme Wasserprobleme haben, wie ihr vielleicht wisst. Und da stellt man jetzt erst fest, dass man nicht das normale Grundwasser genutzt hat, sondern dass das eine Art von fossilem Grundwasser war. Und die Sache an dem fossilen Grundwasser ist halt, das ist nicht regenerativ. Sprich, das Wasser, was regnet, beziehungsweise in der Wüste regnet es ja eh nicht, das ist dann von früheren feuchten Zeiten, das versickert nicht und kommt wieder in diesen Kreislauf, sondern es wird einfach aufgebraucht. Wenn es aufgebraucht ist, ist es weg. Das heißt, klar, bei uns, wir haben super viel Wasser, wir haben auch viel Niederschlag hier, aber generell, wie ihr wisst, durch den Klimawandel, ob der jetzt stattfindet, menschengemacht ist, etc., stellen wir jetzt wieder mal dahin. Aber Fakt ist, dass das Wetter auf der Erde extremer wird, dass es mehr Trockengebiete gibt und mehr Gebiete, wo extreme Feuchtigkeit runterkommt und dass diese fossilen Grundwasserquellen einfach in gewissen Regionen die letzten Wasserquellen sind, die es geben wird für die nächsten paar hundert Jahre und die einfach extrem verschwendet werden. Boah.
Ja, jetzt reden wir über Wasser, aber mir geht es darum, so der George Bush, das ist ein Kriegsverbrecher. Ja, also wenn ihr euch mit dem 11. September ein bisschen beschäftigt, dann guckt euch einfach nur Gebäude 7 an und dafür muss der Typ in den Knast, ne? Und dann gibt's da so eine Scheiß... Und jetzt postet man den und feiert den, weil irgendein Basketballspieler den nominiert hat. Da muss man mal ein bisschen wach werden, ganz ehrlich, das ist nicht lustig. Keine Ahnung, ich würde auch gerne was Witziges erzählen, aber ich finde das momentan einfach nicht mehr so lustig. Eisbacken finde ich scheiße. Spenden finde ich auch scheiße. Ich habe selber bei einer Spendenaktion gearbeitet. 80% des Geldes geht in die Bürokratie rein, da kommt nichts bei den Kindern an. Da kann man sich noch so toll fühlen, wenn man sich Wasser gekauft hat. Ich habe neulich gelesen, wer war das? Bill Gates spendet 70% seines Geldes an wohltätige Organisationen. Sprich, mit jedem Kauf von einem Windows-Produkt spendet man mehr Geld, als wenn man eine normale Hilfsorganisation spendet, weil da geht noch mehr daran an die Organisation. Wurde nur so gesagt, das stimmt, weil ich fand es so witzig. Gerade war das Thema Wasser, fossiles Wasser. Da kann ich auch etwas zu beitragen. Und zwar gibt es sogenannte Projekte nach dem Motto, wir machen die Wüste grün. Die gibt es zum Beispiel in Israel. Da werden genau diese Wasservorhaben, die gerade angesprochen werden, angebohrt. Und dann über gigantische Kreisregner werden dann die Flächen in der Wüste beregnet und man kann dann da Tomaten, Paprika und was weiß ich nicht alles anbauen. Sachen, die wir dann hier bei uns in den Märkten finden. In der Zwischenzeit, das kann man auch auf Satellitenbildern gut sehen, sind die ersten dieser fossilen Vorhaben ausgesaugt. Und dementsprechend reicht das Wasser nicht mal mehr, um diese Kreisregner, um diese Flächen zu bewässern. Und auf Satellitenbildern kann man das sehr gut sehen. Da sieht man diese großen kreisförmigen Felder von den Beregnern. Und die hellen sind stillgelegt und die dunklen, da reicht das Wasser im Moment noch. Man kann das auch anders ausdrücken, wir saugen denen das Wasser weg. Indem wir die Sachen hierhin importieren und dann wunderbar rote Tomaten, Paprika und sonst was essen. Und das ist eine Verantwortung, die wir wahrnehmen können, wo wir aktiv sein können, wo wir sagen können, da machen wir nicht mit, das gehört uns nicht. Und wir kaufen diese Produkte nicht. Also einfach mal, wenn man im Laden ist, darauf gucken, wo kommt das Produkt her. Sind das jetzt Tomaten aus Spanien oder aus Holland oder aus Israel? Ganz davon abgesehen sind die Transportwege, die dahinter hängen, ökologisch höchst fragwürdig.